So. Oder so ähnlich. Oh, hallo Creeper-Man. Hallo Creeper-Man. Komm mal einen Schritt näher. Aber zerplatzen tust du. Ja, genau. Verarschst du mich? Du verarschst mich doch. So, jetzt habe ich hier ein schönes Loch. Ein schönes Loch in der Landschaft. So, ich könnte mal ein Stück fressen. Damit ich hier wieder definitiv regeneriere. Wäre ja blöd, wenn nicht. Weil ich dann einfach mal... Also hier ist nichts mehr. Dann gucke ich mal hier wieder ein bisschen runter in dem Loch. Ein bisschen zumindest. Vielleicht ist ja irgendwo noch eine Ecke, wo ein bisschen Rohstoffe auf uns warten. Die wir brauchen können. Aber ich habe hier schon gut ausgeleuchtet. Ich würde mal sagen... Hey, wir haben schon wieder Level 19. Wie habe ich denn das geschafft? Ich glaube eher durch den ganzen Rotz. Na, ja, da sind Creeper unten. Wie mich das wieder mal anstresst, was dann Creeper ist. Oh, zwei sogar. Verarscht ihr mich? Ja, komm, geh in die Luft. So, wo ist der zweite hin? Der Feigling. Ich hab hier... Der kommt definitiv, wenn ich die Schwert nicht in der Hand habe. Der ist hier runtergefallen. Da ist er. Verpiss dich. Hör auf zu platzen. So, okay. Der ist tot. Mini-Zombie, wo kommst du hier? So. Der verliert sogar Eisen. Geil, nehme ich mit. Random mal Eisen. Mini-Zombie schon wieder auf 8 Uhr. Auf 12 Uhr. So. Töte den Mini-Zombie. Mini-Zombie töten ist ja lustig. So. Jetzt leuchte ich hier mal die Ecke aus. Ja, ich weiß, das sind Rohstoffe. Aber erstmal will ich mich ein bisschen in Sicherheit bringen. Zumindest in Sicherheit wägen. So, danke fürs Skelett töten. Damit ist da auch Ruhe. Gut. Wow! Ein richtiger Zombie. Der geht ja richtig auf mich los. Wo ist denn der hergekommen? Wo ist der runtergeplumpst? Der ist irgendwo runtergeplumpst. Oder ist mir der nachgelaufen? Du alter Stalker, du! Das gibt's ja nicht. Stalkt mich hier. Ist ja nicht feierlich. Vor allem hier unten wird es auch weitergehen. Aber ich will jetzt erstmal die Rohstoffe hier oben abgreifen. Deswegen werde ich auch mal ein Stück hier höher gehen. Kann ja alles erstmal zu Boden fallen lassen. Und dann einsammeln. Mit der Kohle kommen wir ja sonst wohin. Aber das habe ich schon so oft gesagt. Und dann jedes Mal wieder nehme ich noch Kohle mit. So, natürlich muss das auch nach unten fallen, weil sonst kann ich das Zeug ja nicht einsammeln. So, dann habe ich das schon mal. So, alle einsammeln an Kohle. Oh, scheiße, hier ist noch mehr. Da muss man ja fast zugreifen. Aber nur fast. Natürlich muss ich zugreifen. Ja, ja, blöd, wenn nicht. Oh, und dann kommt noch eine Eisenader hinter der Kohleader. Das ist ja immer meine geilste Konstellation. Die habe ich immer am liebsten. Die kommen auch sau häufig vor. So. Immer gucken, ob dann Lava kommt. Nicht, dass man hier verbrutzelt. Ein paar Tipps für zwischendurch. Für den erfahrenen Minecrafter. So, da ist noch Eisen. Ich weiß, in der großen Mittelhöhle liegt noch mehr von dem Zeug. Hängt auch noch mehr von dem Zeug rum. Aber ja, ihr wisst schon. Ist halt auch immer so eine Sache, da ranzukommen. Jetzt mache ich hier schon wieder dunkel. So. Oh, komm schon. So, Licht, Kamera und Action bitte. Was ich nicht alles brauche hier für meine gute... Ach nö, nicht schon wieder so einer. Hör mir auf. Ja, draußen ist es wieder Tag, jetzt spawnen sie in der Höhle. So, hier nochmal ein bisschen Eisen für zwischendurch. Scheiße. Ach, da habe ich noch eine Spitzhacke. Muss ich jetzt nicht unbedingt rumkribbeln. So, immer schön alles im Auge behalten. So, mein Schwert zücken. So, brauche aber schon wieder eine Fackel. Wird ja doch schon wieder hübsch dunkel. Alter, ein unendlicher Gang. Der nimmt seinen normalen Gang, ne? So. Da ist Schluss und rohstofftechnisch ist hier auch nicht viel. Außer die eine Kohle am Anfang. Wo ist denn die? Da ist sie. Vielleicht ist ja die ertragreich. Weil es kündigt immer so eine kleine Kohleader an.
die sich doch ein paar Felder weit ziehen kann. Aber die ist gleich vorbei. Oh, oder auch nicht. Geht ja doch weiter, als ich denke. So, meine gute Spitzhacke wieder. So, jetzt ist aber Schluss. Jetzt ist aber wieder einiges am Start an Kohle. Ist schon brutal, was man Kohle aus so einem Ding rausziehen kann. So, ich muss aber jetzt, glaube ich, kurz mal ein Päuschen machen. Ich bin gleich wieder da. Meine Blase ruft. Ich bin gleich wieder da und bis dahin. Ciao, ciao. Jo, da bin ich auch schon wieder. So, kurze Pause, kurzes Glück. So, und wir forschen die Höhle weiter. Ach ja, da springt ein Creeper rum. Und ich habe Hunger. Lieber mal was essen. Nicht, dass ja der kleine Unhold hier in die Luft jagt. Nee, nee, nee. Habe ich keine Lust zu. So. Die Fackel installiere ich mal ab und installiere sie dahin. Dann ist da mal Ruhe. So. Hier mache ich alle zu. Hier kann mich mal alle kreuzweise. So, natürlich nach oben auch mal gucken. Nicht, dass er was von oben kommt. Nee. Da habe ich keine Lust zu. So, ich meißel mir mal hier in eine Treppe hinein. Wie wir es ja immer gern machen. So, hier wird schon wieder recht düster. Naja, nicht unbedingt viel los hier. Hier steppt nicht wirklich der Bär. Nö. So, ist denn in etwa schon wieder dunkel? Das könnte gut die Möglichkeit sein. Jetzt bereue ich es fast, dass ich dazu gemauert habe. So, ich kenne mich jetzt schon nicht mehr aus. Jetzt, das habe ich jetzt toll gemacht. Kurze Pause gemacht und jetzt kenne ich mich nicht mehr in meiner Höhle aus, die ich soeben gerade vorhin gefunden habe. Oh, da liegt Kohle. Ich habe die Kohle vergessen mitzunehmen. Mann, bin ich nachsichtig. Ich baue die Kohle ab und nehme die nicht mit. Mensch, nicht, dass wir irgendwann mal einen Kohle-Suizid haben. So, okay. Jetzt muss ich da noch irgendwie hoch das Eisen holen. Das mache ich auch mal soeben. Eisen ist ja mir momentan wichtiger. Vor allem, was da für die Schienen dann noch alle drauf geht. Das will ich ja jetzt noch gar nicht wissen. Deswegen werde ich da auch einen Teufel tun und das liegen lassen. So, sieht eigentlich noch relativ aufgeräumt aus bei uns in der Hut. So, in der Inventare. So, da unten war ich jetzt auch schon. Ach, da oben hängt noch ein Eisen rum. Was machst denn du da oben? Du gehörst in meine Tasche. Danke. Geht doch. So, ich glaube aber, die Höhle ist jetzt gut mal abgegrast. So ziemlich. Da hinten ist noch was. Aber hier ist auch schon fast hell erleuchtet. Deswegen setze ich noch eine Fackel, dass auch wirklich komplett erleuchtet ist. Man will ja nicht unbedingt im Dunkeln sterben. Man will schon wissen, durch wessen Hand man getötet wird. Ah, da wird es noch ein bisschen dunkel. Ich könnte natürlich den Kies auch gut gebrauchen. Den will ich aber jetzt nicht sehr hier total offensiv abbauen. Weil, wegen ist schon, ne? Wegen ist nicht. Weil ich da sonst zu viel von brauche. So, hier ist noch eine dunkle Ecke. Hier macht sich eine Fackel recht gut. Und hier auch nochmal. So, man will ja auf Nummer sicher gehen. So, grüne Unholde sind mir nicht gut gesinnt. Die wollen mir immer ans Leder. Das mag ich nicht. So, jetzt haben wir es aber. Oder? Jetzt dürfte die Höhle gut abgegrast sein. Zumindest finde ich so schnell kein Loch mehr, wo ich noch nicht drin war. Verflucht. Na gut, dass die Ding auch noch Attack hat. Die Spitzhacke. Oh, da oben ist Kohle. Die habe ich mal rigoros stehen lassen. Das kann ja auch nicht sein. Was mache ich denn nur? Bin ich blind? Oh, da oben wird es auch dunkel. Geil. Noch eine dunkle Ecke, die wir noch entdecken müssen. So, alles hier raus aus der Wand. Immer alles mit. So. Und wieder runter. Natürlich alles einsammeln. Natürlich hier auch nochmal runter. Da ist natürlich ein bisschen was runtergepurzelt. Das können wir ja gar nicht gebrauchen. So. Alter. Jetzt muss ich hier nochmal an das Eisen kommen. Ist ja auch schön. Weiß aber noch nicht wie. Irgendwie muss ich mir da wieder mal hochbauen.
So, ich muss, will sowieso da hoch. Also, na, zwei Fliegen mit einer Klappe. So. Ach so, ich stehe am Eisen an. Das ich mir natürlich wieder aus der Wand hole. So, alles schön einsammeln. Nicht wegfliegen lassen. Das wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn es wegfliegt. Wenn es hier runterfliegt, weil dann muss ich wieder alle runter. Ist jetzt auch nicht unbedingt empfehlenswert. So. Jetzt brauche ich da erstmal noch eine Brücke. Wir bauen eine Brücke zwischen den Ländern. So, hier ist nochmal Kohle bis zum Abwinken. Und ein Ausgang. Schön. Dann nehme ich noch die Kohle bis zum Abwinken mit. Dann kann ich ja in Ruhe wieder rausstiefeln. Meine Inventare noch versuchen irgendwie zu leeren. Weil es sammelt sich ja doch einiges an Scheiß an. Aber da tut sich höhlentechnisch doch noch einiges auf hier, sehe ich gerade. Was fast Nonsens wäre, wenn ich da rausgehen würde. So, die Sonne geht unter. So, ich mache mir mal eine Werkbank auf. Und versuche da noch ein bisschen was zu regeln. Ah, was taugt mich denn hier? Ein Zombie, der sowieso gleich verbrennt. Mensch, ihr kotzt mir an, ohne Scheiß. Wieso kommst du denn hier raus, wenn du eh gleich stirbst? Ne? Verpiss dich. Stirb, mein Freund. Du sollst sterben. Und mir deine Erfahrungspunkte übergeben. Jetzt muss ich da wieder versuchen, hochzukommen. Mensch. Oh, das war jetzt total sinnlos, Junge. Was du hier getrieben hast. Wieso machst du das dann überhaupt? So, hier alles schön verteilen. Habe ich noch 7 im Anschlag. So, 8. Ist schade. So, achso. Hier können wir noch eine 9 draus machen. Super. Wie das hier alles ausgeht hier. So, schon haben wir hier 2 Blöcke. So, ich brauche... Ach, Sprengpulver behalte ich mir mal. Die Augen kommen weg. Das Gehirn kommt weg. So, und die Werkbank nehme ich mir wieder mit. Ist ja nicht so verkehrt. Ja, ein bisschen Platz haben wir. Ein bisschen. Ein bisschen zumindest. Nicht viel, aber man kann nicht meckern. So, ich nehme mein Schwert zur Hand. Sicher ist sicher. Ich erkunde lieber mal das hier oben, weil da kann einem nichts auf die Mütze fallen. Bin ich jetzt mal so der Meinung. Außer nachlaufen. Komm, Kleiner. Komm mit. Komm, geh mal spielen. Überlebst das ja sowieso nicht, wenn es mir hinterher kommst. Aber wenn es dir Spaß macht. So, noch ein Gehirn. Super. Ich habe ja keins. Deswegen brauche ich euers. Ja, ja, ich bin so eine Art Zombie, ne? Weil ich euer Gehirn fresse. Eigentlich ist verfrott. Boah, komm, Creeper. Verpiss dich, verpiss dich. Hör auf zu platzen. So. Bist ein schüchterner Creeper. Du platzt nicht. Du kannst nicht, wenn jemand guckt. So muss es sein. So. Alles hier. Raus. Raus muss das. Gutes Zeug. Oh, nee. Oh, fällt mir die Hälfte wieder zu Boden hier. Ah, vielleicht komme ich demnächst mal da unten vorbei. Dann kann ich den Scheiß ja mitnehmen. Ja, deswegen arbeite ich auch immer gern von oben nach unten. Weil wenn was runterfällt, dann kann man sich das später eventuell nochmal holen, wenn man an der Ecke vorbeikommt. Wenn nicht, ja gut, Pustekuchen. Dann hilft es halt nicht. Aber auf Kohle, um ehrlich zu sein, kann man ein bisschen scheißen. Wenn man 18 Stacks schon definitiv hat. Oder, ja, komm. Gut, 18 Stacks ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber einiges ist es schon. So, ich mache hier nochmal eine Bridge. Damit wir hier durchkommen. So, pop. Eine Fackel für zwischendurch. So, und dann alles abräumen hier. Also, Kohle sind wir gut bedient.